Kurier. Lapidaria. Eine Stunde. Cono aureo. Minuten. 120 Kilometer. 1733. Die Heerstraße. 1341. Curia. 1409. Bellinzona. 1928 Stunden. 1354. 2 Stunden. Via Mala. 1799. Die Via Mala geht durch ein finsteres und unbewohntes Tal, das an vielen Orten mit dichten Wäldern besetzt ist, die kaum eine Art von Dämmerung zulassen. Und dabei ist es so außerordentlich eng, dass die steilen Felsen, von denen es eingeschlossen wird, überhängen und mit ihren Gipfeln beinahe aneinanderstoßen. 1742. Man kann nicht wohl ohne Grausen und Schwindel durch diese Felsenklüfte hinuntersehen. Erst senkrecht, dann überhängend, dann Luft und Himmel verschließend, neigen sich die ungeheuren Klippen zusammen zur grausenden Schlucht, in der Atem und Stimme stockt. 1795. 1793. Es stockt der Puls der Schöpfung. Es brüllt und schnaubt aus der höllischen Nacht der sprudelnde Rhein. Ach. Dabei heißt Via Mala nur der schlechte Weg. Die Schlucht selbst ist namenlos. Die Schlucht selbst macht sprachlos, vor Staunen, vor Schreck. Und wer dann die Sprache doch wieder erlangt, weiß weder, woher die Sprache kommt, noch ob es die eigene ist. Ob man überhaupt noch sich selber ist. Feierliche Dunkel dieser wilden und einzigen Felsengegend stimmt zur Schwermut. Und die schwarze Untat eines Ungeheuers von Geistlichen, der ein von ihm verführtes Mädchen hier in den Abgrund stürzt, erfüllt die Seele mit Grausen und Entsetzen. 1804. 1742. Mitten in der Via Mala ist ein grässlicher Durchpass bei einem Ponte Pensili oder einer gleichsam in die Luft hinaus angesetzten steinernen Brück an einem ausgesprengten Felsen zu, über welche Brück man nicht ohne Grausen durch eine gäche Felsenkehle hinabsieht in die grausame Tiefe des Todes. An diesem Ort ist anno 1705 eine greuliche Mordtat verrichtet worden von einem Pfarrer. Der hatte ein junges, starkes Bauernmensch geschwängert. Am heiligen Weihnachtfest teilte er noch selbst in seiner Pfarrgemeinde das heilige Nachtmahl aus, doch nachdem er den Bissen eingenommen hatte, fuhr der Teufel in ihn, wie in den Verräter Judas.
Er gehe jetzt zu seiner schwangeren Konkubin oder Braut hin, denn er hatte ihr die Ehe versprochen, und beredet sie, er wolle mit ihr irgendwo heimlich Hochzeit halten. Und zu solchem End hin wolle sie morgens früh vor Tag miteinander verreisen. Was geschieht? In der Nacht verreisen diese beiden von Haus miteinander und kommen miteinander an bemehltes Ort, die Steinbruck. Allda packt der durchteufelte Mörder das arme, schwangere Mensch unvermutet an und ersticht sie mit etlichen Messerstichen und schmeißt sie über die Brücke hinunter, durch die Felsenkähle in den Abyssen des wüsten Todes. Er aber, der Mörder, eilte nach seiner Tat alsobald ins Schams, gehet alldorten in eine Filialkirche nach Zilis, allwo Herr Pfarrer Kalionard Predigt hielte. Dem Pfarrer kam er die Sache suspekt vor. Bald nach vollendetem Gottesdienst stellte er ihn zur Rede, warum er so übel aussehe und was seine blutigen Schuhe bedeuten. Der elende Kerl befand sich in seinem Gewissen geschlagen und sagte, die Leute haben ihn im Verdacht, unverschuldeterweise, als wenn er das und das Mensch ermordet hätte, etc. Der Pfarrer, erseufzend und wohl sehend, wie viel die Glocken geschlagen, sagt, Oh, du elender Mensch, mach dich aus den Augen und aus dem Land. Lass dich niemand mehr sehen. Gräuel, Grausen, Entsetzen, die schwarze Untat und das feierliche Dunkel dieser Felsgegend, die Felsen, erst senkrecht, dann überhängend, dann Luft und Himmel verschließend, neigen sich die ungeheuren Klippen zusammen zur grausenden Schlucht, wo Stimme und Atem stockt. Verschiedene Reisende haben so schreckliche Beschreibungen von dieser Straße gegeben, dass ich glaubte, es müsste der schlimmste Weg sein, den ich je auf meinen Reisen angetroffen. Aber ich wurde auf sehr angenehme Art getäuscht. Man kann selbst mit Fuhrwerken durchkommen. Erst machte nur ein schmaler Pfad die Schlucht passierbar, schuf damit aber schon eine erste Linie des Fortschrittes durch das Unbenennbare. Eine Weglinie, Lebensader, die zuweilen noch stockte zusammen mit dem Puls der Natur. Dann aber floss es immer schneller durch diese Adern. Immer schneller fließt der Verkehr. Bereits sind es 9000 Autos im Tag und der Weg, 1-2 Stunden lang von Tuscheln.